Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bully die Ehrenrunde mit mir, dem Edit-LP. Ja, lange ist es für mich schon wieder her. Es ist schon doch. Ja, es ist schon lange her, kann man so sagen. Um genau zu sein, 11 Tage. 11 Tage lang habe ich jetzt nicht mehr gezockt. Es ist unglaublich, aber wahr. Ja, wir gucken mal. Was hatten wir denn als letztes gemacht? Wir sind Go-Kart gefahren, genau, wir sind Go-Kart gefahren und hatten voll viel Spaß, weil wir immer gewonnen haben. Das war total toll. Das sollten wir. Er wollte mich angreifen. Ich hatte Angst. I spend time with my kids. Ja, dann tu das auch mal, du Säufer. Egal, wir haben gleich Schule und von daher bleiben wir erstmal wieder schön auf unserem Territorium. Hui. Hi. Oh, ich habe gedacht, ich kann das Spiel jetzt austricksen. Das probieren wir nochmal. Oh, hört auf, mir im Weg zu laufen. Oh, ich hatte es jetzt echt vermutet. Egal, wir kriegen das irgendwann hin. Irgendwann. Und dann müsst ihr euch alle 1000 Fake-Accounts erstellen. Nee. Moment. Oh, scheiße. Nein. Nicht um 3 Uhr morgens. I'm Mr. Matthews, your geography teacher. I know you're all enthusiastic and ready to learn. Ich habe ja viele nette Kommentare erhalten wegen dieser Geschichte hier mit Erdkunde. Italien war verbuggt, wie wir festgestellt hatten. Ja. Das wird scheiße. Es tut mir leid, dass ich das jetzt bestimmt wieder verkacken werde. Ich hätte mir den einen Kommentar noch aufrufen sollen, wo drin stand, wo in etwa was ist. Geil, ein bisschen. Ein bisschen kann ich, ja? Was? Das ist Deutschland. Da, ah, jetzt hat das auch. So, Großbritannien. Frankreich? Haben wir hier nicht Italien. So, jetzt will ich aber nochmal Italien. Geht doch. Warum nicht gleich so? Schweiz? Wow, ich bin gut. Portugal war das kleine Häufchen. Elend wollte ich erst sagen, aber. Moment, das war Spanien. Ist das doch Portugal? Natürlich ist das Portugal. Was wollt ihr denn? Ich bin verwirrt wegen den ganzen. 50% haben wir. Dann wird doch. Ist das hier Griechenland? Nein. Doch. Boah. Die Ukraine, ja, jetzt ist es die Ukraine. Dann war es das. Okay, dann war es das da. Okay, okay. Ich krieg das schon irgendwie gebacken. Ich würde ja jetzt sagen, dass das Pool. Kann es sein, dass sie hier mir manche Sachen hinlegen, die gar nicht drin sind? Schweden. Boah, ich bin gut. Norwegen im Norden? Wir haben Erdkunde. So, dann ist das aber Rumänien, bitte. Dann ist das da Dänemark. Ja. Wir haben jetzt noch Polen und Finnland. Finnland schätze ich jetzt einfach mal eines hier oben. Boah, 100. Leute, Leute, was ist los? 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens. Fuck. Dann mache ich hier gleich erstmal so ein 100%-Ding, wo es geht. Ich find's gerade irgendwie extrem cool, ja. Und ja, ich habe ein bisschen was getrunken. Ich darf das. Ich hab Urlaub. Ich hab den Eiffelturmhut. Bam. Gibt's neue Klamotten zu kaufen? Nein, 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 nein. Okay, es gibt nichts Neues. Habe ich jetzt so beschlossen. Ja, okay, komm, ich knack jetzt deine Dreschbinde. Weg da, weg da, weg da. Weg, weg, weg. My mom calls me princess? Habe ich das richtig verstanden? Nein, das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Nein, nein, nein. Nicht mal diese Treppe kriege ich hin. Ich bin so schlecht.
Gibt es überhaupt noch einen Spind, den ich nicht geknackt habe? Das ist eine viel bessere und viel wichtigere Frage. So, weh, du drehst dich jetzt wieder um. Komm, komm, komm. Das war Spind Nummer 1. Uns gehen die Spinde aus. Spinde? Spinte? Spinte. Ja, uns gehen die Spinte aus. Die Mission ist für mich mittlerweile unmöglich, scheinbar. Ah, hier haben wir noch einen. Ist aber dann der letzte, oder? Ja, das ist dann der letzte. Ah, wird nix. Weil wir haben jetzt... Okay. Der Erfolg von Erdkunde ist eine Sache. Aber wenn ich jetzt auch noch Mathe hinkriege, das wäre schon verdammt geil um diese Uhrzeit. Muss ich mal so sagen. Oh, fuck. Ich hab Schiss. Oh, Kacke. 3 plus 4 ist 7. 50 ist gleich. 5 mal 5, 6 mal 6 ist 36. Ich zähle 2. Was ist am kleinsten? Die Mücke. 12 ist gleich 20 minus 8. Was ist am größten? Der Planet. Welche Zahl ist am niedrigsten? Die 203. 8 plus 3 ist 11. Okay, ja, ist... Was? Einhalb, ja. Was ist am langsamsten? Das Faultier. 120 ist gleich 3 mal 40. 7 minus 5 ist 2. Okay, was ist am schnellsten? Lastkraftwagenfahrer. 99 ist gleich 11 mal 9. 21 minus 12 ist 9. 7 mal 5 ist 35. Was ist am schnellsten? Die Rakete. Wie viele Rechtecke? Das waren 5. Wir haben Mathe geschafft. Jetzt ist diese blöde Frage wieder hier. Ich schätze jetzt einfach mal 35, aber es wird 17 sein. Ja, wieder die 9. Ich weiß nicht, was hier mit 9 ist. 9 mal 9 ist 99. Nein, 9 mal 9 ist hier Dingen sind 81. Was ist am schnellsten? Hier. Nesca-Fahrer. 1,5. Was ist am höchsten? Oh, Menno. Am höchsten. Oh, Menno, das hätte ich hingekriegt. Das hätte ich gewusst. Egal, wir haben Mathe 1 geschafft. Was los? Seid mal stolz auf mich. Hier, weil ich jetzt Erdkunde und Mathe geschafft habe. Will ich aber wirklich mal ein Däumchen nach oben, bitte. Danke. Das war schon verdammt cool, ja. Ich bin EdTP. Genie-Perücke. Schon verdammt geil. Oh, Moment, das durfte ich nicht. Sollte ich dann auch nicht tun. Ja, was machen wir jetzt? Oh, gute Frage. Wir haben jetzt auch noch gerade keine Mission. Wir können ja jetzt mal was probieren. Jetzt haben wir ja gerade Zeit. Es war die Bananenschale, ansonsten hätte ich es geschafft. Das habt ihr alle gesehen. Ich bin noch nicht hingefallen, das zählt noch. Oh nein, nein, nein. Das sah so gut aus. Nein. Ich krieg es hin. Aua. Mit dem Skateboard auf der Bananenschale ausgerutscht. Ja, warum mache ich das hier eigentlich? Ich will gucken, was für eine Mission jetzt kommt. Und solange mir noch keine Mission anzeigt, wollte ich gerade sagen, kann ich ja hier ein bisschen rumblödeln, aber jetzt zeigt er mir eine Mission an, und zwar Date auf dem Jahrmarkt. So, nehmen wir Aquana. Ich merke schon, ihr wollt dem Fahrrädern einen Pokémon-Namen geben. Ist aber nicht schlimm, ich mag Pokémon. Also Gerüchten zufolge. Steht im Internet. Aber man soll ja nicht alles glauben, was im Internet steht. Also,
Immerhin steht das im Internet. So. Backst du wieder so cool wie in Folge 12? Bitte? Schade. Ich habe aber bitte gesagt. Date auf den Jahrmarkt. So, this is how you treat a girl? Well, not me. What are you talking about? We had a date and you are 3 minutes late. No, oh, fuck. We didn't. Yes, we did. No, we really didn't. But look, I remembered how much you liked flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. Oh, and those are so beautiful. 3 minutes. What does he think I am? A tramp? Ugh. I hope something important happened. Like he's dead. Because otherwise, there's no excuse. Did you say you're waiting for Darby? Yes. I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. You know, keep up the tradition. Wait, marry your cousin? You know, it used to be brother and sister until it was made illegal. My aunt has 4 thumbs. Really? Yeah, well, I'm not marrying him now. He's humiliating Moment, da stand... me. So, what do you say you and I go out and leave Darby to another cousin? Great. You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. Kann mir mal ganz kurz jemand Englisch Nachhilfe geben? Er sagte gerade really, was für mich so viel bedeutet wie wirklich. Oder sowas wie ach ja. Und es stand da nein als Übersetzung von really. Nachhilfe bitte? Nein. Nein. Nein, ich will nicht Fahrrad fahren. Aua. Du blöder Typi. Das macht man nicht. Der war ein bisschen erschrocken, glaube ich. Tyrannisieren. Bitch Slap. Jawohl. So, wollen wir uns auf dem Jahrmarkt amüsieren. Ich wollte sagen, hat die keine Schuhe an? Ja, komm, lass uns... was? Ich dachte, wir wollen uns ein Einzelzimmer suchen. Gewinn einen Teddy. Ja. Mensch. Die übersteuert mir ein bisschen. Jetzt soll ich meine schönen 10 Jahrmarktscheine ausgeben für einen Teddybären. Ernsthaft? Oh, Menno. Jetzt habe ich 0. Ich hatte genau 10 Bons. Jetzt sind sie alle kaputt. Alter! Was sind denn das für Soundverhältnisse? Es tut mir echt leid. Noch eine Mission? Vale-Rennen. Ich habe keine Gewalt verübt. Da war ein Polizist, habt ihr das gesehen? Hier, hau den Lukas. Wir müssen mal ein bisschen wieder auf den Putz hauen. Oh, wie viel Geld wir haben einfach. Was? Wieso? Ich bin voll toll in sowas. Nochmal. Hämmern wir auf die A-Taste. Wenn ich A drücke, springt. Bam. Jetzt frage ich mich nur, warum hatte ich denn 10 Bons und nicht 9? Muss mir das jetzt gerade Gedanken machen? Wäre cool, wenn ihr mir das mal sagen würdet. Bam. Gut, wir haben aber nicht so viel Zeit zum Verschwenden. Also bewegen wir uns weiter in ferne Länder. Hallo. Achso, das ist ja der Eingang. Man sollte einen Eingang nicht als Ausgangsloch benutzen. Oh, Karte. Irgendwer wollte mich gerade angreifen. Haha. Dass die mal alle so aggressiv sind. Höschenjagd. Hm.
Die Mission klingt doch ganz gut, oder? Jetzt so auf dem... Oh, hub mich nicht von der Seite an. So auf dem Samstagabend noch eine kleine Höschenjagd, das ist doch was Schönes. Ja, eigentlich ist für mich jetzt gerade Samstagmorgen, aber an einem Samstagabend eine Höschenjagd. Ja, ja, ja. Wow. So in etwa sollte das eigentlich mal aussehen. Sag mal, wo ist denn die Mission? Oh, Gummiband, Gummiband. Ich habe ein Gummiband. Eigentlich habe ich nur hier so ein Papiertaschentuch genommen, ein Gummiband drüber gestülpt und... nun ja. und hatte ein Kondom erfunden. So lief das damals ab. Komme ich überhaupt schon in das nächste Stadtteilgebiet Dingensen rein? Ich muss hier ganz schön auf die A-Taste hämmern. Das kriege ich gar nicht bezahlt. Gummiband, Gummiband, ich habe ein Gummiband. Was ist denn hier eigentlich für ein Einkaufsladen? Klamotten. Oh, den gucken wir uns doch mal an. Vielleicht gibt es hier irgendwas cool. Ihr greift mich nicht an, oder? Nein. Das freut mich. Kopf. Baseballcap. Blau-weiß. Ah, nicht übel. Kaufen. Baseballcap. Schwarz. Oh, gefällt mir. Baseballcap. Weiß. Das hatte ich damals immer getragen. Das ist es. Das nehme ich wieder. Gevierteilt. Ah, ne. Weiß-grün. Nö. Weiß-blau. Fachmann-Cap. Nein. 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 Oh, das hat schon was, oder? So ein Strohhut. Dingen. Zeitungsionenmütze, ja. Eine Rennmütze. Eine Baseballmütze. Nein. Also ich glaube von den Mützen. Alter. Von den Mützen her wird das, glaube ich, jetzt hier gerade nichts mehr. Wo haben wir die, die ich jetzt gekauft habe? Hier, genau. An sich sehen wir schon verdammt cool aus. Fußballtrikot, weiß. Smaragd. Rugby-Trikot. Das ist ein Rugby-Trikot? Nicht wirklich, oder? Egal, wir kaufen's. Das kaufen wir auch. Das ist ein Fußball, Football-Trikot, genau. Jawoll. Hockey-Trikot, nein. 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 Nö. Oh, ein Tiki-Hemd. Tiki-Hemden sind voll cool. Genau wie Hawaii-Hemden. Wir holen uns auch das Hawaii-Hemd. Langes T-Shirt, Lippen. Nein. Langes T-Shirt 68. Oh, wäre es eine andere Farbe vielleicht? Langes T-Shirt Urban Sport. Das hatte ich damals getragen, genau. Und den hatte ich mir gekauft. Den auch. Den nicht. Nein. Nö. Obwohl. Oh, das Geld geht gerade ein bisschen runter. Wo ist denn jetzt hier wieder dieses Dingen? Das hier. Ja, ich will es eigentlich nur tragen. Tourenhose. Tourenhose schwarz. Armeehose. Ja. Nö, nö. Oh, eine Dreiviertelhose. Oh, hätte ich jetzt ein anderes Oberteil, hätte ich gesagt. Alles klar, nehmen wir. Wohl, vielleicht kriegen wir es ja farblich doch noch ganz cool hin. Strandschutz. Mensch, nur weil ich am Strand wohne. Knackige Jeans. Boah, macht schon einen richtigen Knackarsch, was? Ja, Schuhe habe ich eigentlich, meine geliebten weißen Sneaker, also von daher. Ja, und hier gibt es nur so eine Stiefel und so eine Dinger, die mir persönlich nicht gefallen. Was habe ich jetzt für ein Oberteil? Ja, an sich alles ganz okay. Ja, also so würde ich auch privat rumlaufen eigentlich, um ehrlich zu sein. Finde den Hund und bring ihn zurück. Nein?
Tschüss. Was haben wir hier schon wieder? Hier ist doch... Ach, hier ist die Höschenjagd. Oh, hup mich doch nicht alle von der Seite an. Ja, aber es ist jetzt, glaube ich, schon wieder zu spät. Ich weiß nicht mehr, wann man einpennt. Wisst ihr das denn noch? Wäre cool, wenn ihr mir das sagt, ohne mich anzuhupen. Danke. What? Warte mal, der klaut mir gerade mein Fahrrad. Der hat mir mein Fahrrad geklaut. Habt ihr das gesehen? Eiskalt. So, sind die hier im dritten Stadtgebiet? Eiskalt, die klauen ja einfach dein Fahrrad, wenn sie das wollen. Jetzt komme ich hier ohne Fahrrad her. Ach komm, ich probiere es noch zweimal und dann gehen wir schlafen. Oh, es war so knapp, ey. Es war so knapp schon wieder. Ja, seht ihr, runter komme ich ganz gut. Jetzt muss nur noch das hochklappen. So, Versuch Nummer 2. Oh, das war zu spät. Das war zu spät. Sorry. Hier soll ein Rennen sein. Aber was willst du denn? Bewirf das Mädchen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ist nur doof, dass der jetzt gerade da ist, was? Hi. Seht das? So kriegt man günstig Geld. Ja, echt? Die haben echt das Mädchenwohnheim mit Eiern beworfen? Ey, da müssen wir gleich bei den Jungs das auch machen. So kassiert man auf beiden Fronten. Da nennt man Doppelagent. Merkt euch das. Was? Ich habe den jungen Schlafsaal angeblich nicht getroffen. Ah, jetzt. Job erledigt. Und jetzt sollte ich hier schnell reingehen. Ja, ansonsten geht es mir eigentlich ganz cool, glaube ich. Blöde Ratte. Ich habe auch Angst vor der Ratte, aber sie hat mehr Angst vor dir. Blöde Ratte. Weg von meinem Zimmer. Das ist mein Zimmer. Ich bringe hier Ratten mit Eiern um. Schade, dass man hier in dem Spiel nicht pokern kann. Das wäre noch was Cooles gewesen. So, das war genug Gewalt für einen Abend. Erstmal hier ein bisschen Ausrüstung wiederholen. Speichern. Oh, guckt euch das an. Am wann? 19.05. habe ich das letzte Mal gespeichert. Also das letzte Mal gespielt in dem Fall. Heute haben wir den 29. Mai. 3.34 Uhr. Ja. Also 10 Tage ist es schon wieder her. Sogar fast genau 10 Tage, um ehrlich zu sein. Mann, Mann, Mann. Aber naja, gut, das sollte es dann auch wieder gewesen sein von dieser Folge. Bully, die Ehrenrunde von mir, dem EdTP. Ich hoffe, die Folge war ganz okay und yay und alles ist toll und ihr seid super. Hier ist alles super und ich gehe schlafen. Bis dann, Leute. Tschüss, tschüss.